Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Таня Вайднер, режиссер театра имени Вольфганга Борхерта «Мюнстер». Правильно? И Татьяна Троицкая, переводчик. Хотелось бы узнать, в связи с чем вы посетили наш город и какой проект вы осуществляете совместно с нашим Рязанским театром драмы? Und ich möchte gerne erfahren, wie da sind und was für ein Projekt machen Sie zusammen mit unserem Rasaner Dramatheater. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein, das Projekt vorzustellen, denn es ist ein ganz besonderes Projekt, das vor 3 Jahren begonnen hat, als die Kollegen vom Dramatheater in Riazan das erste Mal bei uns am Wolfgang-Borchert-Theater waren. Наш совместный проект с театром драмы начался 3 года назад, когда коллеги из Рязанского театра драмы были у нас в Мюнстере в театре Вольфганга Борхерта. Das heißt, wir haben vor 3 Jahren uns kennengelernt und wollten seitdem unbedingt etwas zusammen machen und haben ein Stück gefunden, das sehr gut für dieses Projekt passt. Und jetzt haben wir angefangen und freuen uns sehr, dass wir das zusammen machen können. И еще 3 года назад нам очень захотелось сделать совместный проект. Мы подобрали произведение, пьесу, и сейчас мы занимаемся совместной постановкой. Нам очень интересно, что же получится. Stück gewählt von Heinrich von Kleist, ein klassischer Autor aus der deutschen Literatur, der sich sehr viel mit Sprache beschäftigt. Мы выбрали произведение Генриха фон Клейста. Это произведение классической немецкой литературы. Das Stück heißt Die Familie Schroffenstein. Ein bisschen schwierig vom Titel her. Произведение называется Семейство Шрофенштейн. Несколько сложное для произношения. Es ist das erste Stück, das Heinrich von Kleist geschrieben hat, und es geht um eine Art Romeo und Julia-Geschichte. Eine Familie hat eine Tochter, eine andere Familie hat einen Sohn. Eigentlich gehören die 2 Familien zusammen, sind 2 Stämme von sagen, einer großen Familie, und sie sind im Krieg, aber die Kinder verlieben sich ineinander. Это история любви, так называемая история Ромео и Джульетты. Речь идет о большом семействе, которое подразделено на несколько ветвей, и эти ветви семейства враждуют друг с другом. Und es geht darum, wie ein Krieg entsteht, weil es sehr, sehr viele Missverständnisse gibt, weil die Sprache nicht ausreicht für die Gefühle, die gesagt werden müssen. В пьесе речь идет также о зарождении войны, о том, как возникает война, как возникает недопонимание, от недостаточного общения. И подчас недостает языка, чтобы выразить правильно чувства. Das Konzept sieht so aus, dass die eine Familie, die Familie Rossitz von Schroffenstein, von russischen Darstellern gespielt wird und die andere Familie Warwand von Schroffenstein wird von 4 deutschen Kollegen gespielt. И концепция выглядит таким образом, что одну ветвь семьи, семейства Росец, играют российские коллеги, а другую ветвь семьи, семейства Варванд, играют коллеги из Германии. А на каком же языке будет играться пьеса? Und in welcher Sprache wird dann gespielt? In beiden Sprachen. На обоих языках. Das heißt, in Riazan wird das Russische verstanden und das Deutsche muss übersetzt werden mit Übertiteln. В Рязани понятно, что будет подниматься русский текст, а немецкий будет сопровождаться субтитрами. А в Германии же наоборот. Aber das Ziel ist, eine Inszenierung zu machen mit den Kollegen, die auch ohne Worte eigentlich verständlich ist. Наша цель сделать такую постановку, которая была бы понятна и без слов. Man kann viele Inhalte auch mit dem Herzen verstehen und diese Inhalte, die man mit dem Herzen verstehen kann, müssen vielleicht nur ein bisschen deutlicher gespielt werden, so dass man auch visuell sieht, was passiert und es nicht nur im Kopf passiert, sondern ganz klar auch in den Arrangements ein bisschen formaler, als das Publikum es vielleicht gewöhnt ist. Kann man denn eben sehen, dass was passiert in der Szene?
не всегда нужно понимать то, что говорится. Подчас содержание можно понять сердцем. Чтобы это было очевидно и для зрителя, нужно играть более отчетливо. Для этого будет использоваться формальный метод постановки, где чувства выражены более отчетливо. Это может быть несколько непривычно для российского зрителя. Und ich überprüfe in den Proben auch, ob ich ohne wirklich sehr gut Russisch verstehen zu können, ob ich die Geschichte verstehe, wenn ich nicht in den Text gucke. Und ich kann sagen, dass ich die Geschichte verstehe. Ich hoffe, es wird dem Publikum auch so gehen. На репетициях сейчас я сама проверяю на себе, не зная русского, понимаю ли я то, что до меня пытаются донести рязанские актеры или нет. И пока я должна констатировать, что мне по большей части все понятно. Und das ist auch die Geschichte bei Kleist. Obwohl man eine Sprache zusammenspricht, ja eigentlich nur eine Sprache, versteht man sich nicht. Es ist nicht die Sprache, die zum Verständnis führt. Es ist etwas anderes, was zum Verständnis führt. Und das suchen wir in der Arbeit. И в этом же заложен глубинный смысл произведения Клейста, поскольку в произведении люди говорят на одном языке, но это не приводит их к взаимопониманию. Это первый раз, вот первый такой опыт работы с иностранными актерами, когда вы не понимаете языка. Это ihre erste Erfahrung, wenn sie mit den ausländischen Schauspielern arbeiten müssen, dessen Sprache sie nicht verstehen. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer großen Gruppe arbeite, deren Sprache ich so gut wie nicht verstehe, aber ich habe auch schon zwei, drei Opern gemacht und dort wird oft auf Englisch gesprochen und man muss sich auf einer anderen Sprache verständigen und die Arbeit ist ähnlich und es ist ganz erstaunlich, dass man die Sprache doch versteht. Auch wenn ich manchmal die Vokabel nicht weiß, verstehe ich im Zusammenhang durch die Betonung, man nimmt die Hände dazu, verstehe ich doch viel. Это первый опыт, когда я работаю с таким количеством актеров, которые говорят на непонятном мне языке. Но я участвовала в нескольких проектах постановки опер, и там было много иностранных коллег, и основным языком общения был английский. Кроме того, я должна отметить, что все равно язык, не понимая отдельных слов, я понимаю смысл благодаря жестам, благодаря контексту, благодаря интонации. И сейчас, насколько я понимаю, репетиции проходят в Рязани. Планируется ли, что они будут продолжаться в Германии? So viel ich weiß, haben jetzt die Proben hier in Rязань. Werden die Proben auch weiter, vielleicht in Deutschland fortgesetzt? Genau, wir haben angefangen mit ein paar Proben in Deutschland, dann haben wir jetzt vor einer Woche angefangen in Rязань. Sagen, erst war die eine Familie, dann war die andere Familie dran und nächste Woche werden wir uns alle gemeinsam, das erste Mal gemeinsam in Münster sehen. Das ist für alle ein sehr spannender Moment, weil sagen, wie im Krieg die beiden Parteien sich noch nicht gesehen haben und dann kommen sie zusammen auf die Probe. Wir haben circa zwei Wochen. Dann ist die Sommerpause und dann wird im September nach ungefähr noch einmal 10 Tagen Proben die Premiere in Münster sein und im November dann bei dem internationalen Theaterfestival als Eröffnung wird die Premiere in Rio sein. Мы около двух недель репетировали с немецкими коллегами в Мюнстере. Сейчас уже неделя, как идут репетиции в Рязани. А со следующей недели две воюющие страны встретятся на совместных репетициях в Мюнстере. Все очень взволнованы этим предстоящим моментом. Мы будем репетировать в течение где-то 10 дней, потом уйдем на каникулы и дальше встретимся уже в сентябре для окончательных репетиций совместных. 8 сентября нас ждет премьера в Мюнстере. И в Рязани премьера планируется на ноябрь в рамках открытия фестиваля. И сколько придется вашим актерам здесь привести в ноябре и сколько спектаклей отыграть для рязанского зрителя? Das Stück muss natürlich mehrmals aufgeführt werden. Steht es schon fest, wie viele Aufführungen die deutschen Schauspieler hier in Rязань machen? Noch nicht ganz hundertprozentig, aber wir wollen es so machen, dass wir
jeden Monat einmal in Münster und vielleicht im anderen Monat dann in Reersahn spielen. In manchen Monaten spielen wir auch sowohl in Münster als auch in Reersahn. Es gibt Termine bis Dezember bis jetzt, aber wenn viele Zuschauer kommen, dann wird es auch noch mehr Vorstellungen geben. Запланировано так, что один месяц мы играем в Германии, месяц играем в Рязани, в России. На какие-то месяцы запланированы спектакли как в Мюнстере, так и в Рязани. Пока план утвержден вплоть до декабря, но если спектакль будет пользоваться популярностью у зрителей, то он будет продолжен и в следующем году. Also das Ziel war wirklich zusammenzuarbeiten, ein gemeinsames Repertoirestück zu haben, dass es oft gespielt wird in Münster, dass es oft gespielt wird in Riazan, dass zwar eine deutsche Regisseurin und auch noch ein deutscher Musiker daran arbeitet, aber eine russische Bühnen- und Kostümbildnerin, Olga Lageda, und auch der Lichtdesigner kommt aus Riazan, Andrei Koslov, sodass wir auch ein gemischtes Team sind und beide Theater gleichberechtigt daran arbeiten und beide Publika, Publikümer auch etwas davon haben und es nicht nur ein Gastspiel ist und das war es dann schon wieder. Для нас было важно сделать действительно совместную постановку, поэтому над спектаклем работает международная команда. Я режиссер с немецкой стороны, композитором мы тоже взяли со стороны Германии, а также над постановкой работает художником Ольга Лагеда, художником по свету выступает Андрей Козлов из Рязанского драматического театра. И было важно, чтобы это стало репертуарной вещью, которая показывается многократно, как в Рязани, так и в Мюнстере, а не просто гастрольным спектаклем. Для вас, для режиссера, человека, несомненно, творческого, подобный эксперимент наверняка интересен. Вот с вашей точки зрения, зрителю настолько же интересно будет следить вот за таким двуязычным действием? Was meinen Sie, wird es auch für die Zuschauer so interessant sein, ein zweisprachiges Theaterstück zu sehen? Ich glaube, dass das Thema gerade ein sehr wichtiges Thema ist. Es geht um Sprache und Missverständnisse, es geht um Fake News, es geht um die Art und Weise, wie man sich darstellt und versucht, vielleicht eine bessere Stellung in einer Auseinandersetzung zu haben. Es ist auch ein Bezug zu der Aktualität da. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass es auch interessant sein wird für die Zuschauer, vielleicht auch zu sehen, das ist so ein bisschen wie ein Fußballspiel. In Deutschland ist Fußball ja sehr wichtig und gerade haben wir auch die Fußballmeisterschaft hier, dass man zwei Gruppen hat und sie tauschen sich ein bisschen aus und man möchte gerne sehen als Zuschauer, sind unsere Schauspieler vielleicht besser oder sind die anderen vielleicht besser? Es macht, glaube ich, einfach auch Spaß. Я думаю, что данная пьеса будет интересна для зрителя, поскольку тема очень актуальна. Речь идет о проблемах с коммуникацией, о проблемах взаимопонимания. Также идет речь о так называемых fake news, фейковых новостях и попытке манипуляции сознанием. Кроме того, у нас в Германии любят футбол. Кроме того, у вас сейчас тоже идет футбольный чемпионат, и всегда интересно смотреть за командой, за своей. И у зрителей будет такая возможность сравнить игру команды актеров немецких и русских, кто лучше, а как выстраивается общение. Ваши впечатления от Рязани? Ich habe bestimmt schon etwas von Rязань gesehen. Sehr schöne Stadt. Ich war schon in einer sehr schönen Bar. und habe schon einen langen Spaziergang gemacht. Ich war im Park, ich war schon im Jesenin-Museum, es ist nicht in Riazan, aber in Konstantinovo und gleich sagen, an der Acker, in der Natur. Wir waren im Wald und ich liebe sehr die großen, breiten Straßen, die sehr, sehr einladend sind in Riazan. Und ich habe viele
sehr freundliche Begegnungen gemacht, obwohl ich wirklich nur sehr wenig Russisch spreche. Мне здесь очень нравится. Мне нравятся широкие улицы, которые приглашают к прогулкам. Я посетила несколько баров приятных, я смотрела усадьбу Есенина, пусть это не Рязань, а Константиново, но мне произвело большое впечатление. Радует широта русской земли. Мы также гуляли в лесу, и это было очень приятно. Я побродила по улицам Рязани. Со мной случилось несколько приятных встреч и знакомств. Что ж, большое спасибо, что согласились сегодня прийти в нашу студию. Мы желаем вам удачи и с удовольствием посмотрим спектакль. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Всего самого хорошего нашим телезрителям. Увидимся в следующих выпусках.